Hallo zu einem neuen Video von mir. Heute wieder der Simplexwurf mit Babyhänden. Woher sie das wohl hat mit der Wasserliebe? Ja, heute steht eine Zählung an, denn ich habe einen Entschluss gefasst. Und zwar kommen die Babys jetzt mit in das Erwachsenen-Simplex-Becken. Da habe ich nämlich noch andere Jungtiere entdeckt, die gleiche Größe haben und kleiner sind auch. Und ich glaube, das ist für die Gruppenbildung ganz gut ist, wenn die da an dem großen Becken sind. Und überhaupt lernen sie dann natürlich auch die, das Leben in einem normalen Becken kennen. Das kriege ich anders sonst nicht hin. Ich könnte jetzt zwar ein extra 60er Becken aufbauen oder sowas, aber ich finde das irgendwie so ganz, ganz ansprechend. Und ich habe heute für euch einmal eine Aufgabe, und zwar die Jungtiere zu zählen. Ich gehe jetzt einmal mal ganz vorsichtig durch. Ihr seht, da ist nicht mehr viel Wasserstand drin, sind so 2-3 cm. Und ihr könnt ja mal euer Glück versuchen und zu zählen. Bei der letzten Zählung hatte ich 50 Tiere. Und ihr könnt ja mit Standbild arbeiten. Ich gehe ja ganz vorsichtig lang. Die sind alle in den Ecken zum Glück. Ich mache aber das komplette Becken. Die sind leider alle da unten. Aber vielleicht kriegt ihr es ja hin, die Fische zu zählen. Und wenn ich jetzt mal hier von der Seite das zeige, dann seht ihr, dass da schon extrem viele Tiere schon relativ groß sind. Und einige, das sieht man jetzt natürlich nicht, weil die jetzt unter Stress stehen, zeigen sogar schon Farbe. Was natürlich extrem toll ist. Und ja. Ich setze die Kerle jetzt mal um und die Mädels und melde mich gleich nochmal einen großen. So, hier ist es noch ein bisschen voll mit ein bisschen Schwebteilen. Ich habe gerade eben das Becken nämlich auch nochmal sauber gemacht. Aber die ersten sind hier drin und da ist zum Beispiel rechts einer von denen, die hier schon drin wohnen. Und da seht ihr schon Farbe. Und hier ist ein erwachsenes Tier, ein Mädchen. Ich gucke gerade mal, ob ich noch ein Männchen finde, aber die tun sich meistens extremer verstecken. Ja, durch das Saubermachen des Beckens ist jetzt natürlich viel Zeug aufgewirbelt, aber ich hoffe, dass sich das legt. Und im Hintergrund hört ihr mein Baby, die ist gerade im Wassereimer und planscht. Das heißt, ich habe gleich was zu tun. Da hinten sieht man schon noch ein paar. Wow, hat sich das hier ganz schön aufgewirbelt. Naja. Ich glaube, die sind jetzt alle hier hinten drin. Ich habe das jetzt nämlich vorhin ausgedünnt noch ein bisschen und hier mal ein bisschen Platz gemacht. Aber hier haben sie überall noch in Anubias und hier in dem Wurzelgeflecht hier an der Ecke haben sie noch ganz viele Versteckmöglichkeiten und hier auch dahinter in der Wurzel. Von daher glaube ich, sind die da gut aufgehoben. Da ist auch ein Männchen, man sieht. Sieht man nicht, weil das bei den Pflanzen versteckt ist. Sieht auch schon wieder aus, als wenn es ein volles Maul hat. Genau, das dazu, das ist das Simplex-Becken. Ich wünsche euch einen schönen Tag und falls ihr mehr über dieses Becken erfahren wollt, dann schaut gerne das Better Simplex-Video. Habe ich euch entweder hier oben links oder rechts verlinkt. Genau, ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst oder anderes. Bis dann, ciao!